Hallo meine Süßen, schaut einmal bitte, wie entzückend, was heute gekommen ist. Und zwar von der lieben Annika aus Deutschland an die Patricia in Österreich. Und bitte schaut mal, wie herzig da ist das putzig. Ich glaube, das hat sie ausgeschnitten und da drauf geklebt. Und das musste ich euch ja zeigen, weil ich meine, die kleine Maus da in der Wolke mit der Krone und die Sternschnuppe und so weiter. Also liebe, liebe Annika, ein totales Überraschungspäckchen. Ich danke dir von Herzen, weil ja, Überraschungspäckchen haben das so an sich. dass man nicht weiß, dass man sie bekommt. Ja. Und jetzt werde ich es versuchen, sanft und ganz toll zu öffnen. Und habe da einmal, wenn ich es drehe, habe ich da auch so ein ganz entzückendes Bandel mit so Eulen. Das muss ich euch auch zeigen. Und natürlich werden wir das jetzt versuchen, da herunterzuklätzeln. Oder ich werde es einmal da durchtrennen, so, weil dann habe ich ja nur ein Stückerle am Band verloren und ich weiß jetzt gar nicht, wie es aufgeht. Es schaut noch so, wie wenn es ein Amazon-Backerl ist, aber so. Nachher mache ich dann natürlich auch gleich die Verlosung, da werden schon viele drauf warten. Ich habe mir auch was dazu überlegt. So, das haben wir jetzt einmal gerettet. So, das gehen wir jetzt einmal da so her. Und dann werden wir das da so öffnen. Schaut mal. Ui, schnipp. Ja, mein Stanley-Messer ist kaputt. Das habe ich heute in den Mist schmeißen können, weil man genau die Klinge dort abbrochen ist, wo man es nicht braucht. Und dann hat man wieder keinen Halt dazu. Da habe ich jetzt mein Präzisionsmesser. So, aber jetzt. Kinder, Kinder. Oh, schaut mal. Hoppala. Ja, was ist denn das Süße? Oh mein Gott. Also ich weiß nicht noch, was ist. Dann bleibt da liegen. So, wenn wir da mal das einschlingen hier. Da bin ich aber nicht im Büdelbereich. Ich werde es einmal rausholen. So, komm mal daher. Was ist das? Na, tu es nicht um und drum, Patricia. Mein Gott, was ist schon wieder auf? Also ich lege es einmal so daher, dann lege ich das daher, also das ist mein Mann. Oh mein Gott, und schaut einmal, so dass ich das nicht kaputt mache. So, das ist jetzt einmal, genau, also das muss ich da unbedingt klingen lassen, das ist so entzückend gemacht, das Backerle. So, jetzt schauen wir mal, was ist denn das Schönes? Also das ist noch extra verpackt, finde ich. Süß mit Washi-Tape und von so einer ganz entzückenden Schnupfpapierbox, also Taschentücher auch genannt. Werde es jetzt da natürlich sanftestens öffnen. Sanftestens. Ich hab's gerettet, liebe Annika. Oh mein Gott, Sticker, weil ich ja keine mag. Und da sind noch einmal Sticker drinnen. Ei, ist das süß. Bist du leer? Jo, Schatz. Guck. Da ist nichts mehr. So, das kommt daher. Ich muss das dann noch ein bisschen schlichten, damit ihr das seht, damit ich da... Jetzt guckt mal, Knöpfe, sind die süß, schau mal. Ach Gott,
Also die kann man doch ganz, ganz toll verwenden für Junk Journal. Für alles kann man es verwenden. Macht man da so zwei Lukerle rein, die dann Faden durchbinden. Und ja, und so viele verschiedene. Alter, süß. Wir wissen nicht, wo ihr herkommt. Wir wissen, aus Deutschland kommt ihr. Oh, bitte. Und da schaut es einmal her. So schöne, diese, wisst ihr, diese Knuffi, Buffi. Ach, die sind aber schön. Also die Farben, gell, damit das nicht blendet. Mit einem Schmetterling da und da, also der Mascherl und da noch mehr Schmetterlinge, Blümchen. So schön seid ihr, Deko-Welt. Okay, das kenne ich noch gar nicht. So, was, du kommst daher. Ach Gott, ist das süß. Bitte schaut euch das an. Ich meine, ist das süß oder süß-süß? Bitte. Diese kleine Putzi-Wutzi-Ente mit der Krone oben. Und dieses wunderschöne Einhorn. Wie der Pegasus schaut es aus. Seht ihr das? Ach Gott, die kleine Wolzen-Bolzen-Ente. Und da bitte das Hasi im Tütü mit den kleinen Ballettschuchen. Puppilein, der Wurzelstern im Gesicht. Und da, schaut einmal. Also das ist wieder so ein dicker Bogen. Ja, den, und auch kitzrig ist er, schaut einmal. Kalitzi, Kalitzi, Mama, deine Welt sind die Sticker. Kalitzi, Kalitzi. Mein Gott. Und da haben wir die ganz tollen Fabric Sticker. Wow, die sind auch schön. Mei. Da, wenn du so genau hinschaut, schaut das aus wie so ein gewebtes Band. Und da sind eben diese kleinen Dinge oben. Und sie hat so richtig super ausgesucht mit Stricknadel, Wolle und dann diese Dengels da, was man selber machen kann. Und ein Kaffeeheferl und noch ein Kaffeeheferl. Und da sind noch einmal Stricknadel. Und schau, Handmade und Love is a well-stocked craft room. Jo, genau. Und die Nähmaschine und der Zwirn, also die Spule und der kleine Zwirnfaden. Und da ist ein ganz ein kleines Herz, wo was oben steht. Die kannst Love, Love hast. Oder? Ich sehe nicht, Kinder mehr. Isel kann es nicht lesen. Ich habe die Brüne auf, aber kann es nicht lesen. Super. Naja, und da schaut sich diesen super süßen Ding an. Also das sind, es ist aber glaube ich der Action, natürlich. Aber ich glaube, du hast das extra da für mich ausgesucht, gell? Danke, danke, danke schön, liebe Annika. Bussi. So, jetzt, warte, sollte man ja immer mal das Kärtchen, nein, schau mal das, was seid denn ihr? Hitschler Hitschis, also das kenne ich nicht. Fruchtige Kaubonbons, Mermaid Mix, also das, was da alles gibt, Kinder, schaut einmal. Also das sind ja mega. Was haben wir denn da drinnen? In den Geschmacksrichtungen, Papaya, glaube ich, und so ein Bärenmix, Himbeer oder Erdbeer. Und das weiß ich nicht, was steht denn da? Warum unsere Hitschis so mega lecker sind? Ganz einfach, weil wir als Kölner Familienunternehmen in vierter Generation sehr viel Wert auf Qualität bei Hitschis legen. Bei Ideen und Hitschis. Genau. Ne? Ja, was seid ihr? Das Leben als Meerjungfrau ist nicht leicht. Man hat zwar durch das ständige Waschen die Haare schön,
aber Schuppen an den Beinen. Doch es gibt auch viele Vorteile. Man kann den ganzen Tag die glitzernden und funkelnden Hitches mehr mitnaschen. Da wird jeder Hering grün verneit. Ich finde das total süß. Das werden wir jetzt natürlich ankosten. Natürlich. La la la. Ihr wisst schon, wenn ich mampfe vor dem Video, was nehme ich mir? Ich nehme natürlich einen rosanen Hitchi. Schaut's mal. Wie schaut gut. Oh mein Gott. Die schmecken so wie meine Chemie, nur auf ein bisschen knusprig. Na, Annika, da hast du aber genau ins Richtige getroffen. Die picken wunderbar an den Zähnen. Das heißt, du hast viel davon. Ich werde das jetzt einmal sanft. Schau, wie schön du das gemacht hast. Ha. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Na klar, super. Das hucht sie irgendwie. Ah, ist das noch, oder muss ich nicht kaputt? Arigato gozaimasu. Was hat das? Gozaimasu. Gozaimasu. Arigato. Arigato sagt man irgendwas, aber gozaimasu. Egal, ich mache das jetzt auf. Ach Gott, hat sie das schön gemacht. Nein, ich muss das als Erste lesen. Also bitte. Ach, das ist doch süß. Ach Gott, ist das... Na, was heißt... Na, ich glaube, ich darf es euch vorlesen. Also schaut einmal, wie wunderschön. In dem wunderschönen Papier und eine Handschrift, also Ma chère Lumière. Ja, das kann ich sogar. Also, liebe Patricia, ach, ich muss ziemlich erst das Hitchi irgendwo am Gaumen kleben. Also, liebe Patricia, auch ich bin eine von dir beglückte deutsche Actionista. Jawohl, sehr gut. Und verspüre nun das dringende Bedürfnis, dir eine Freude zu machen als Dankeschön. Oh mein Gott, danke, danke. Ich hoffe, es gelingt mir, dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das hast du schon geschafft, allein schon mit dem Kuvert. Allerliebste Grüße von deiner stillen YouTube-Zuschauerin Annika. Also bitte, Insta, da steht Irma Gop oder Ma chère Lumière. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Muss ich natürlich dann noch gleich mal hinäugen. Also ich danke dir und du hast mir nicht nur ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, sondern ja, einen Geschmack in den Mund, eine Wohltat für die Augen. Ich weiß, da liegt noch was, das vergiss ich doch nicht, Kinder. Und Freude im Herzen. So, das lege ich jetzt einmal da her mit dem wunderschönen Marschall. Ohohoho. Was ist denn da drin? Ich fühle. Der Knirschel, der hat ja. Oh, was bist du denn? Hallöchen. Ui, was bist du denn Feines? Ich sehe es noch nicht, Kinder. Ich trau mich gar nicht. Oh, Kinder, Kinder. Schaut einmal. Da ist noch was Tolles drinnen. Jetzt schaut einmal die wunderschönen Glitzersteine. Die habe ich in der Farbe noch gar nicht gesehen. Also in denen habe ich das echt noch nicht gesehen. Nein, in dem Rot. Und schaut mal, wie toll, die, wenn man es ins Licht halten tut, wie die so gülden, violett, bräunlich teilweise.
Ja, pinkfarben glitzern. Seht ihr das? Ja, klar, seht ihr das, gell, weil sie in die Kamera halt. Also, das ist ja. Was bist denn du da noch drinnen? Ach Gott, ist das süß. Ach, schaut's einmal. Das ist doch ein. Schaut's mal her. Ah, du süßes du. Origami und ein Schwan. Oh mein Gott. Ich kann das überhaupt nicht. Ich hab das einmal. Ich bring gerade zusammen, wie es der Himmel und die Hölle, dieses Zickzack, Zickzack da. Aber das ist ja. Und da müsst ihr schauen, da sind noch einmal extra Falten. Falten. Also Kunstwerkslinien. Und da auch noch einmal. Also Kinder, was ihr zusammenbringt, das ist ja Wahnsinn. Also schaut euch das einmal aus. Ich sehe ihn von vorn. Wie er seine Flügel. Nein, Schatzilein, ich mach dich nicht kaputt. Du gestattest, ich nehme dich einmal da hinten. Also das müsst ihr euch einmal geben. Also Chapeau. Ma chère. Also das hast du aber ganz toll gemacht. Wow. Echt wow. ja. Was soll ich sagen? Du stille Zuschauerin, du. Also ich bin total happy. Ich freue mich und es ehrt mich sehr, dass du meine Zuschauerin bist. Weil wir zwar passen wahrscheinlich wie die Faust aufs Auge. Ich quagel und quagel und quagel. Und du bist eine stille Künstlerin. Schaut euch das an, bitte. Ah, Werbe. Und dann Sticker und ausgesucht und diese schönen und die Hitchis. Hm. Ich habe ihn noch immer am Gaumen Pikmin Hitchi. Und mit so viel Liebe hast du das ausgesucht und gemacht und ausgeschnitten. Und alles mit Krönchen und so weiter und so fort. Also da hast du auch so ein schönes Ding ausgesucht. Echt. Was soll ich sagen? Ich hab euch alle so lieb. Wirklich, ich bin so froh, dass es euch da draußen gibt. Weil ich habe jetzt schon die letzten Monate manchmal wirklich Phasen gehabt. Und ich glaube, das wissen einige. Und echt, ihr baut es mir dann immer auf und es ist jedes Mal immer wieder ein Genuss. Ja, solche Sachen zu bekommen. Ich finde das einfach so lieb und so nett von euch. Und ja. Und jetzt. Ja, jetzt freue ich mich wieder und jetzt bin ich wieder happy. Und jetzt. Ja. Liebe Annika, vielen, vielen Dank. Dickes, dickes Bussi. Ein ganz stilles Bussi von mir. Ja. Ich gehe jetzt da weitermachen, weil sonst komme ich nie zu meiner Verlosung. Aber nur einmal danke, danke, danke. Bussi, Annika, Papa. Dankeschön.